Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge. One Army Camp. So, alles vollkommen falsch. Können wir bitte wieder in die richtige Richtung gucken? Danke. Sehr liebensgewürzig. Dann hier bitte einmal. Bitte hier einmal voll machen. So, jetzt bestellen. Ach, sehr schön. Wir können wieder. So, wir brauchen weitere hier Dingens. Was war es gleich wieder? Wie hieß es? Richtig. Verdammt, Geheimagenten. Jetzt haben wir es. Jetzt. Geheimagenten brauchen wir weitere. Wir haben 7 Ärzte und 2 Köche. Wir werden jetzt da mal versuchen hinzukommen. Wir werden hier diesen Arzt und diese Köchin Arbeiter versetzen. Okay, werden die jetzt. Müssen die da jetzt dauerhaft schuften oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wa? Wir werden es gleich wissen. Okay. No communication received. Das ist sehr ungeil. Sehr, sehr ungut. Ich hoffe, die fliegen wieder zurück. Jawohl. So muss es. Da kamen ein paar Euro. Ein paar Geld, 50 kamen da wieder. So, jetzt ist dieser. Jetzt kriegen wir auch wieder ein bisschen Kohle rein. Das, so muss das. So, Nightingales, Pills and Tonics. Ja, klingt traumhaft. Ich würde sagen, wir bestellen hier mal, aber so 100. Jetzt bestellen. So. Dann hauen die das da rein. Können wir hier eigentlich irgendwas tun? Marketingkampagne können wir. Aha. Da kommen die Gebildeten her. Okay. Ja, wir müssen, wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir da jetzt irgendwie einen. Wir haben ja auch einen unserer Funker verloren, ne? Das ist natürlich auch so eine ganz tolle Sache. Haben wir. Hier, da haben wir noch, aber da haben wir nur noch einen. Ne? Da haben wir den, da haben wir unsere. Aha. Okay, der hat ordentlich Brain. So, er kann Fachwissen, Verteidigung. Superhirn. Lernt schneller Intelligenz. Yes, sir. Mein Freund. Hier rein mit dir. Okay. Hierher und dann hier nochmal aufwerten. Yo. Läuft. Haben wir. Oh, hier können wir auch nochmal. Ja, machen wir auch. Wenn wir das Geld gerade haben, dann können wir das ja mal machen. So. Da können wir auch mal. So, dann kommt da vielleicht wieder ein bisschen was an. Ach, das macht nur XP. Das ist ja ekelhaft. Dann müssen wir das ja tatsächlich hier unten und so, ne? Ja, pui. Ja, hier haben wir nochmal. Da können wir nochmal auf. Ja. Okay, gut. Gut. Was machst du eigentlich? Ausbildungsgeschwindigkeit, Wahrscheinlichkeit einer Verletzung. Klingt auch irgendwie cool, ne? Naja, aber jetzt müssen wir erstmal. Gebäudeisolation. Ja, aber ich glaube, den Aufwand können wir uns hier erstmal schenken. Ich glaube, den Aufwand können wir hier sowas von. So. Da ist einer drin. Wir wollen hier dein Ziel setzen. Dein Ziel wird sein, sure thing. Spion zu werden. Und dann sagt er mir, Mensch, du bist ja völlig falsch hier. So, hier hin. So, und jetzt renn. Und jetzt musst du laufen lernen. So, hier muss auch ganz dringend repariert werden. Aber wir brauchen mehr Leute, ne? Das hilft nicht. Wir brauchen einfach mehr
Leute, die reparieren. Hier unten war ja mal so ein Reparaturteil. Hier hätten wir noch. Okay. Okay, verstehe. Ja, geh mal hier wieder raus, danke. Hier rüber, hier hin, da hat schon wieder einer am Fußauer gemacht. Das ist nicht schick. Das ist nicht schick. Kriegen wir jetzt eigentlich noch Pione rein, weil die Chantine ist ja jetzt. Die ist ja jetzt eigentlich tschüss, ne? Also so rein theoretisch. So, wir machen mal schneller. So, hier unten wird gelaufen. 16, 17, 18. Ja, geht schon ganz gut vorwärts. Ja. Und wie viel benötigt der denn eigentlich? Das ist die große Frage. Wie viel braucht so ein Spion? Da sind keine Spione, da sind Spione. Spione brauchen 55. Boah, da könnt ihr ja noch ganz ordentlich, ne? Boah, hier muss auch unbedingt repariert werden. Boah, sieht das süffig aus. Ist ja widerwärtig. So, wenn wir jetzt hier auf da. Wo ist er denn? Da ist er. So, wir könnten hier den Helden ändern. Aha. Kosten zum Kauf von Ressourcen um 15. Verringert Baukosten. Ja, wir lassen mal Hawkins drin. Ja, wir lassen mal Hawkins drin. Soll er doch. Den nehmen wir auch mit. Ja, dem Gebäude ist kein Personal zugewiesen. Das ist sowohl korrekt. Was willst du mir jetzt damit sagen? So, hier, hier, hier. Hier, hier. Wie schaut's aus? Boah, 47, 48, 49. Der geht schon ganz gut ab, ne? So, 51, auf glaube 55 muss er, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Wow. Super Hirnintelligenz, wow. Das ist... Yes, und Sir. Da hat er es geschafft, das heißt, wir können ihn jetzt spezialisieren. Und schon hat er eine coole Sonnenbrille auf und schon gehen wir dahin. Infanterist. Copy that, boss. Easy. Understood. Gut aus. Roger that. Hier, hier und natürlich ihn. Okay. Wow. Okay. Ja, aber hey, kein Problem. Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das trotzdem, glaubt mir. Hm, wir kriegen das hin. Das läuft. Hm, das funktioniert dann schon. Die haben uns, die mögen uns zu 100%, die nicht. So, was war das jetzt gerade hier für ein... Keine Ahnung. Okay. Hier. Wir machen das mal so und dann soll der bei 5% automatisch nachbestellen, weil den da hinten vergesse ich immer so gerne. Und der soll das auch machen. So. Was? Einer unserer Spione ging in die Kaffeeküche und konnte eine Tasse nicht widerstehen. Er wurde auf Schatter. Nein! Oh, hier tatsächlich, da kommen noch Leute. Okay, wir haben den Computer gefunden, von dem aus das gesamte Verteidigungssystem des Stützpunktes kontrolliert wird. Alter. Wir könnten alles ausschalten, aber damit lösen wir vielleicht Alarm aus. Was sollen wir tun? Wir schalten aus. Wir machen das. Unsere Jungs sind da fähig. Die kriegen das hin. Bin der festen Überzeugung, dass die das hinkriegen. Okay, unsere Nachtschichtköchin kam nicht wieder. Das bedeutet hier, Koch. Für die Nachtschicht. Koch, wo ist er? Hier, Koch. Ja, nur 15. Nein, den wollen wir nicht. Hier. Mach mal Pause. Hier, Pause habe ich gesagt.
14, 13, 15, ja, können wir ihn auch nehmen. Ja, wir nehmen ihn. Hier, als Koch, hau rein. Jo. Hau rein, mach. So, zurückholen. Ja. Oh, einer wurde verletzt. Aber zum Glück. Nein. Ach, die Glas müssen dann nochmal. Okay. Okay, dann müssen wir natürlich gucken, dass wir hier. So. Steigt hier eigentlich irgendwo was? Oder eher nicht? Oder doch? Oder. Yes, sir. Keine Ahnung. So, du. Hier rein. Consider it done, boss. Jo. Ist drin. So läuft's. Mach mal schneller. Das funktioniert da unten. Bitte aufhören zu hupen. Das ist nicht gut. Komm, hau mal rein. Zack, dann. Bleibt uns das. 13. Für den reicht es noch nicht. Für den reicht es auch noch nicht ganz. Ne? Nee, da fehlen noch. 100 fehlen da noch. Hör du mal auf da unten. Hier wäre schön, wenn wir das auch mal wieder reparieren könnten. Hier. So. Aufwerten. Akzeptieren. Und dann hierher. Wir brauchen Leute, die reparieren können. Kriegen wir sowas überhaupt noch? Irgendwie nicht, ne? Hier, guter Koch. Schnelle Erfahrung. Da, Wartungsarbeiter. Das ist sozusagen die. Jo, hier. Dann, nein, hier Wartungsarbeiter für den Tag. Und dann anheuern. Jawohl. Einfach nur, damit wir da auch mal wieder jemanden haben. Das ist ja. Das sind ja Zustände. Das sind ja absolute Zustände. So, wie sieht es jetzt hier aus? Roger that. Okay, achso, okay, die sind alle noch. Ja, okay. Ja. Dann halt nicht. Mensch, du bist doch auf der großen Karte und hörst das Huschen wieder sehr. Ui. So. Jetzt. Ich stell das mal. Da ist schon wieder keine Munition da. Bitte auch einmal. Das hält ja immer. Das da hält ja immer ein bisschen. Jetzt hätten wir es, oder? Da oben ist es. Jo. Nein. Passt. Ja. Und auch den leisten wir. So. Wir hätten ja hier. So. Ich glaube einfach, der ist nicht. Ich glaube einfach, der ist nicht schnell genug. Roger that. So, haben wir. Hier haben wir auch. Hier, was bist du? Spezialist Artillerie. Yes, sir. Sure hier. Thing. Ja, der macht hier zwar ordentlich seine Dingens, aber das war's dann auch. Die meisten von denen werden dann zu Panzerfahrern und bei Panzerfahrern brauchen sie dann den hier auch. Richtig. Sehr schön. Haben wir. Hier.
2200 hau mich blau und hier. Ja. Änder das mal bitte. Dankeschön. So. Da kommt der rein, da kommt der rein, da kommt. Mach das. Egal. Mach das mal, ist ja nicht so. So. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Okay. Roger that. Okay. Understood. Okay. All right. Das ist einfach schon wieder so verdammt knapp, ne? Ey, wir müssen gucken, dass er hier, dass er noch ein bisschen steigt und da müssen wir dann auch gucken, dass irgendjemand noch besser wird. Ich glaube, da haben wir ja gerade jemanden wo reingesetzt, oder? Hier irgendwie bei Zielverbesserung hier, oder? Richtig, da ist sie gerade drin. Das darf auch keinem erzählen. Infanterist mit 44 Schießen und so, ne? Die hat Nachtschicht. Und alle unsere Infanteristen Nachtschicht? Tagschicht, Tagschicht. Bei dir ein Ziel gesetzt. Bei dir ist ein Ziel gesetzt, ne? Hier, hau mal rein. Mal darüber. Yes, sir. Wie sieht's bei dir aus? Wo sind deine XP? Hast du da überhaupt welche? 61% zu 39. Ihr dürft jetzt alle da nochmal rein. Ihr dürft jetzt alle da nochmal rein. Das ist schön, ne? So, nochmal Grundlagentraining. Hopp, hopp. Machen. Wieso wird das nicht automatisch gemacht? Hat das einen Radius, in dem das gemacht wird? Oder nicht wirklich, ne? Irgendwie nicht wirklich. Tagschicht, Tagschicht, Nachtschicht. Ja, wir gucken nochmal, wo sind die denn? Hier. Du. Ah, stopp. Stopp. Zurück. Der unten drunter. Achso, der ist Anführer. Nein. Ja, wir nehmen dich. Wir nehmen dich in der Nachtschicht. Und oh. Hey, da freut er sich, ne? Da freut er sich. So viel kriegen wir ins Sekunden rein, aber so viel kriegen wir rein. App. Auch mal wieder reparieren. Tja. Muss ja auch verbessern. So. Wie sieht es hier aus? Wird jetzt hier ordentlich. Jetzt sieht das langsam nach Infanteristen aus, so wie ich mir das vorstelle. Macht das jetzt hier auch einen Unterschied? Ja, ich würde schon sagen, ne? Ich würde schon sagen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich den hier noch ins. Wo habe ich dich? Halt, eine wieder. Bist du hier? Du bist hier. Roger that. Jetzt bist du hier. So. Tätigkeit passt nicht zu gewähltem Trainingsziel. Was ist dein gewähltes Trainingsziel? Doch, passt. Passt absolut. Und hervorragend und perfekt, würde ich sagen. Wie viele Piloten haben wir eigentlich? Wir haben noch 2 Piloten. Okay, das läuft. Das ist ganz gut. Wobei man sagen muss, die Flieger könnten wir theoretisch auch hier unten nochmal reinklatschen, ne? Hier, einmal yes, den und einmal. Komm her da. Wo bist du? Sure thing. Mal hier und einmal hier. Dienstende. Verteidigung. Was? Aufgrund einer nicht
beachteten Phase niedriger Motivation. Okay, das finde ich immer. Wir haben ein Problem. Einer unserer Soldaten ist abgehauen. Seine Moral war am Tiefpunkt. Wir haben ihn im Stich gelassen. Das nächste Mal müssen wir besser aufpassen, wenn wir nicht wollen, dass sich das wiederholt. Ich habe schon 2 Motivationskliniken. Training ist wichtig, aber die Moral aufrechtzuerhalten ist dringend. Du kannst niemanden bitten, für dich zu kämpfen, wenn du ihm nicht zeigst, dass du dich um sein Wohlergehen sorgst. In Situationen wie diesen müssen wir unseren Leuten genügend Ruhe und Unterhaltung zugestehen. Hey! Mhm. Behalte das immer im Hinterkopf, dann wird es keine Beschwerden geben. Ja, ja, ist okay, Hawkins, danke. Aber deine Zeit der Motivation, mit dem Viehtreiber einmal ums Gelände zu laufen, ist halt vorbei. Leider. Komm, fast das Doppelte, oder? Wir probieren's. Komm, hau rein. Ja, und dann haben wir auch mal gesehen, wie es ist, wenn man eine Mission verliert. Muss ja auch mal sein. Ja. Irgendwann zwischendrin muss das ja auch mal. Niedrige Moral. Ja, aber wir haben doch hier extra... No can do. Was? Ah, nein. Okay, hier oben. Wo ist sie? Yes, sir. Impossible, sir. No. Ja, it's impossible. Okay, ja, wenn es impossible ist, was will ich da machen? Das ist eine Motivationstherapie. Kann ich nicht. Yes, warum hast du niedrige Moral? Was fehlt dir? Hier fehlt Unterhaltung. Okay, lass mal gucken, können wir hier irgendwas mit Unterhaltung bauen? Hier, Spaß. Haha, Spaß, witzig. Uhu. Das muss, oder? Großer Park. Ich weiß nicht. Klingt falsch. Okay, so viel dazu. Dann das nicht. Hier. Hier, großer Park. Das sieht doch... Ja, komm, Haus hin. Geht nicht? Schade. Ich hätte gehofft, das würde funktionieren, aber das funktioniert nicht. Echt? Ja, dann tun wir dieses Mal lieber nichts. Eine Steuereinheit, das sonst im Videospiel. Er hat eins unserer Schiffe versenkt. Ja. Hey. Ich glaube, wir sollten den allen Intelligenztraining verpassen. Einfach durch die Bank weg. Wer nicht eine Intelligenz von mindestens 100 hat, darf nicht mitspielen. So, was ist jetzt in die Luft geflogen? Natürlich, habe ja gerade drauf gedeutet. So, haben wir es dieses Mal? Wahrscheinlich wieder nicht, oder? Hey! Akzeptieren. Weiter. That was a fine victory. Hervorragend. So, zack. Hier hin. Copy that, boss. Jawohl. Jawohl. Und. Understood. Hier, komm. Bitte. Vernichtet sie. Macht sie nieder. Das wird schon. Das funktioniert. Irgendwie funktioniert das dann schon. Hm. Weiß auch nicht, warum auf einmal hier nicht genug generiert wird. Ein Schlag, ne? Aussetzung. Naja. Naja. Wird schon funktionieren. Taucher kriegen wir da keine. Weiß nicht warum. Aha. Ah, er sitzt in dem Damm, sie sitzt. Ach, auch in so einem Ausbildungsding und. Ja. Okay. Steve? Okay. Ah, komm schon, mach hinne. Hopp, hopp, hopp.
generieren wir nachts mehr? Oder ist das so ein Durchschnittswert einfach? Schwierig, schwierig. Hm. 8 neue Forschungen verfügbar. Ja, nee. Hilft so wohl auch nicht. Da könnte man auch das. Nee, hilft nicht. Ja, vielleicht hier unten irgendwann mal. Aber vorher, ja, speicher mal. Komm, hau rein. Sehr gut. Und jetzt könnten eigentlich, oder? Ich weiß nicht, ob irgendwas hilft. Nee, hilft nichts. Okay, gut, dann. Ah, ich hab's gehofft, aber. So. Wir haben einen von Drakans Kundschaftern gefangen genommen. Er hat uns Informationen über den Ort des gefährlichen Ölteppichs gegeben. Wir machen uns auf den Weg dorthin. Okay. Kommt schon. Hopp. Wir machen mal ein bisschen schneller. Hier haben wir das. Das ist, glaube ich, nochmal eine Bank, oder? Sieht so aus wie eine Bank. Wir haben Drakans Truppen gefunden. Wir sind damit beschäftigt, das Gefahrengut abzuladen. Wir werden ihn auflauern. Sollt ihr nicht auflauern, ihr sollt sie platt machen. Die Jungs, ne? Und da haben wir es. Jawohl, alles. Taste of victory. Well done. Dann was brauchen wir jetzt hier? Nochmal 2 Panzerfahrer. Die haben wir natürlich. 2 Juggernauts und 1 Kommando. Und das hätten wir, glaube ich, sogar. Also, wenn sich die Juggernauts wieder ausgeruht haben. Wo sind die denn? Da sind sie. Jo, das sind 2. Da geht jetzt einer essen. Das ist schön. Da freuen wir uns. Unsere Flieger gehen gerade laufen wie die Bekloppten, ist auch mal schön. Ja, Piloten auch mal rennen sehen, hat was. So. Hier. Bitte repariert das. Verstehe nicht, warum das so nicht funktioniert. Wenn wir da jetzt hingehen und wo seid ihr da? Yes, sir. Auf dich. Ruhefahrt, Zeitplan. Ah, hier. Können wir da überhaupt? Nee, können wir gar nicht. Roger that. Understood. Oh. Okay. Consider it done. Okay, ich verstehe. Okay, dann können wir doch mal hier hin. Dann vielleicht mal den hier, oder? Oder den. Ich würde sagen, wir machen mal den da. Komm. Das waren die ersten, die wir hatten, und wir haben uns danach nicht mehr drum gekümmert. Hier, machen. Hopp. Jawoll. Da sind offensichtlich mehr als 5% drin. Kann funktionierende Kantine nicht finden. Boah, da kann ich jetzt aber auch nichts für, ne? Hier, nee, hier ist die Kantine. Quatsch, was rede ich denn? Wieso können die alle die Kantine nicht finden? Yes, sir. Tagsüber nach. Das ist kein Sanitäter im verdammelig. Okay, wir brauchen mehr Köche. Es hilft nicht, wir brauchen mehr Köche. Hier. Koch und Wissenschaftler. Da gibt es bestimmt ganz tolle Sachen. So, hierhin. Dann hierhin. Yo. Tür, Nachtdicht. Anheuern. Alright. Natürlich ist die Nachtschicht jetzt vorbei. Auch klar.
Läuft. Apropos Nachtschicht vorbei. Ah, geht noch. Können wir nicht. Haben wir einen, da hätten wir. Okay. Kräuter und Garnelenpfeffer. Das sind Missionsnamen. Mensch. Direkt aus dem Pentagon geklaut. Aber dann werden wir wohl warten müssen bis zur nächsten Folge, bis wir da weitermachen können. Naja, hilft wohl nichts. Das bedeutet aber, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht zu bewerten. Lasst gerne einen Kommentar da. Bis dahin. Und ciao.